Hallo, hier ist wieder Metzgerman mit einem weiteren Video zu meinen Busanzeigen. Und zwar geht es diesmal nicht nur um die Flipdot-Anzeigen, sondern auch um diese LCD-Seitenanzeige und diese VFD-Linienverlaufsanzeige von Brose. Und zwar habe ich Folgendes gemacht. Ich habe ja, wie in den Projekt Lavo-Videos erklärt, diese Flipdot-Anzeige mit einer eigenen Steuerung ausgestattet. Mit der LCD-Anzeige habe ich das Gleiche gemacht. Mit der Linienverlaufsanzeige habe ich das so halb gemacht. Da habe ich quasi einfach nur einen Pegelwandler integriert, sodass der auch die Baudrate wandelt, sodass das mit meinem ganzen System hier, wo die anderen Anzeigen drin hängen, kompatibel ist. Und dann habe ich noch Folgendes gemacht. Ich habe noch einen Verteiler gebaut, der hier mit diesem Arduino und zwei Multiplexern sowie zwei Darlington-Treibern bis zu 16 verschiedene Displays steuern kann, sodass ich halt alle Anzeigen, die ich habe, mischen kann. Eben hier die Flipdots, wie gesagt die LCD-Linienverlaufsanzeige und irgendwann auch diese LED-Anzeigen an der Decke. Die sind allerdings noch nicht vorbereitet dafür, das muss ich noch irgendwann machen. Das wird nochmal ein bisschen Aufwand, weil ich da auch die Verkabelung teilweise ändern muss. Aber ja, und ich wollte jetzt einfach mal zeigen, wie das so aussieht, wenn man zuerst mal den Strom einschaltet. Achtung! Hier, Moment jetzt. So sieht man, die LCD-Anzeige initialisiert die Beleuchtung. Die LVA macht ihren kleinen Selbsttest. Die Flipdots machen erstmal nichts. Und jetzt habe ich so ein kleines Testprogramm, was ich dann einfach mal starte. Das fängt an hier mit der Linienverlaufsanzeige. Jeden Moment. Dann geht es hier weiter mit den Flipdots. Und mit der Anzeige. Ach, da habe ich die Beleuchtung vergessen. Passiert. Ja. So sieht man, auf jeden Fall steuert das halt alle diese Displays. Und ich habe hier eins über meinem Arbeitsplatz. Die große Frontanzeige steht mangels Platz einfach nur rum. Dann habe ich noch ein Display in meiner Tür und eins über meinem Schreibtisch. Was ich jetzt mit der LCD und der Linienverlaufsanzeige konkret vorhabe, das weiß ich selbst noch nicht, aber da wird sich bestimmt irgendwas ergeben. Und ja, das war es dann erst einmal soweit und bis zum nächsten Video.